Steiermark weit angereist und ich habe heute in meinem vollen, prallen Puppenhaus gefragt, wer denn da so heute auf die Demo gehen möchte. Und das war dann sonnenklar. Also eine Dame, eine etwas ältere Dame, die hat sich das nicht nehmen lassen, heute auf diese Demonstration zu gehen. Heißt das, dann ist sie da. Bitte, Frau Hiedek, das ist deine Blume. Na gut, da ist es schön. So, wunderschönen guten Abend, ich bin die Frau Hiedek. Ja, das ist da hinten, das ist die Puppenspielerin, das ist meine rechte, also eigentlich meine linke und meine rechte Hand. Ja, was sag ich? Ich war schon ewig nicht mehr auf einer Demonstration. Mein Gott, nein, ich sag's euch, das ist lang her. Die 70er Jahre, da haben wir für die sexuelle Revolution demonstriert. Mir sieht man vielleicht nicht an, aber ich bin eine Feministin der ersten Stunde und damals haben wir mit der Meilerreckerin, wisst ihr, mit der Trudi, haben wir eine Bösenhalterverbrennung gemacht am Vorfeld. Da war der Teufel los. So, jetzt, aber ich habe mich halt aus der Zeit bewahrt. Man ist für das verantwortlich, was man sagt und denkt, aber und tut, aber auch für das, was man nicht tut. Weil so schweigend zustimmen ist auch eine Verantwortung. Und deswegen bin ich in meiner Wahrheit und versuche, meine Wahrheit zu sagen. Und naja, was soll ich sagen? So viel Freund macht man sich nicht damit, aber die Richtigen. Ja, und jetzt tue ich heute keine Bösenhalter mehr verbrennen, weil das, was mir jetzt gerade narrisch macht, sind die Körbchen im Gesicht. Die sind jetzt ein bisschen weiter aufgerutscht und die wollen anscheinend die Freiheit im Kopf in Haltung und Form bringen wollen. Aber ich mache da nicht mit. Gut, ich bin ein Puppen, ich habe sowieso auch noch offen auf, aber wenn ich die Schulkinder sehe, wie es umgehen, auf der Straße und im Freien so ein Fetzen im Gesicht haben, da wird es mir ganz schlecht. Gut, bei den Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Windel im Gesicht im Auto sitzen und Angst haben, dass sie einmal die Unbreiten anstecken, gut, dann kann ich aber bei den Kindern, da wäre ich narrisch. Und deswegen denke ich mir, das ist super, ich darf sie verbrennen und nicht so giftige Dämpfe. Deswegen bin ich eher für Entsorgen. Entsorgen gefällt mir sowieso das Wort, weil da ist mir dann seine Sorgen los. Und du musst es nicht überall hinschmeißen, sauber halten, eine in die schwarze Tanne mit dem Dumpert. Tut gleich hin und tut gleich eine Ängste, eine übermäßigen Ängste auch gleich mit den Sorgen. Weil, wenn man mal so alles will, dann spätestens dann weiß man, dass Krankheit und Stern zum Leben dazugehört. So. Überdimensionale Angst, die verhindert den Tod nicht, aber sie verhindert mit Sicherheit das Leben. Ja, und mit den ganzen Entsorgen gehen wir dann besser lucken, gehen wir besser denken und auch mit dem Maulkorb können wir auch wieder freier reden. Gell? Und ich glaube, das brauchen wir. Ja, ihr habt ja heute schon, Sicherheit ist nämlich auch wichtig. Polizei ist da. Wir im Puppenhaus machen ganz viel Sicherheit. Ich habe heute schon den Antigen-Test gemacht. Den Anti-Maßnahmen auf die Straßen gehen, das ist sehr brav bestanden. Im Puppenhaus machen wir
of me, you are now so unfaithful, bare face. Die muss ich doch festhalten, kein. So, Betty Bär, wir machen den halt gleich mit euch. Betty Bär, komm her. Betty Bär. Aha, so viele Leute. Ja, Betty Bär, schau her. So viele Leute sind da. Jetzt machst du gleich zur Sicherheit mit den Leuten da am Betty Bär Base, gell? Ja, sehr gerne. Also, zur Sicherheit frage ich euch, ist es in unserem Sinne, dass wir eine offene, friedvolle, eigenverantwortliche Gesellschaft bleiben? Diese Impfpflicht und diese Zwangsimpfungen da stehen, stehe ich mit meinem ganzen Antikörper dagegen. Gesund, geliebt und glücklich und für Ursprung, wer sich krank fühlt und Angst hat, geh warm. Weil ich denke mir mal, das kriegt man so viel, wenn man mal einen Impfpass braucht, um frei zu sein, dann ist man nicht mehr frei. Und das gehört auf, weil man gehorsam sein und brav mitmachen, der irrt. Das geht weiter, weil man gehorsam sein und brav mitmachen, das ist so. Und deswegen, sind wir auf der Straße und sind wir da. Mal schauen mal, ich brauche kein Schwindelzettel, aber sie. Ich hab alles frei. Ja, weil ich bin eine Verfechterin von Demokratie. Das bin ich, weil ich bin noch in einer anderen Zeit auf die Welt gekommen. Aber eins weiß ich. Wir brauchen ein gutes Regelwerk, um miteinander zu leben. Aber die beste Demokratie, die ist nur dann, wenn wir nicht aufhören, wach zu bleiben, alles überprüfen und immer wieder verbessern. Ja, aber den ganzen Verordnungsmist, den wir da haben, also ich weiß ja, ich hoffe, der Virus weiß auch, dass er jetzt erst um 24 Uhr wieder sich böse ausbreiten darf. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Alle im Freien und alle Menschen dürfen stundenlang in den großen Supermärkten umeinander gehen, alles angreifen und alles antatschen und sich beraten lassen. Aber an der Kasse dürfen sie dann nur einen Salat zahlen und ich sage nicht. Was das für Gesundheitsvorsorge ist, weiß ich nicht genau. Den ganzen Tag das Essen und die Getränke durchs Restaurant drauf und alle bedienen darf sie am Abend, aber im selben Restaurant als Gast nicht hinsetzen darf und ein Bier trinken. Und nicht zuletzt meine Bockenspielerin. Ich sag euch was, der geht ins Theater, als einzige in Freiheit mit der Maske, spuckst du da bis in die dritte Reihe. Und dann darfst du sie nach der Vorstellung keine Theaterkarten kaufen und mit einer Maske in die dritte Reihe setzen. Das darfst du nicht. Und bis zuletzt, ich
Ich weiß nicht, ob ihr den Ausflug immer machen wollt, aber wenn ihr einmal um den Boden seid und herum fahrt, dann seid ihr an einem Tag für 3 Monate, für 6 Monate und für 12 Monate genesen. Ich hoffe, die Antikörper wissen das auch. Ja, das wisst ihr sicher, mehr als 40 solcher sinnbefreiten Verordnungen wieder aufkommen worden. Und unsere Bundesregierung macht munter weiter. Das war ungefähr so. Ich habe jetzt zum 40. Mal bei meinem Nachbarn probiert zum Einbrechen. Dann kommt die Polizei und sagt, haben wir nichts gemacht, haben sie nur probiert, gell? Und ich bleibe weiter Ehrenbürger von Jüngersdorf. Das war das. Und heute ist es ein Rechtsprechen, dass so kurz, wenn es Recht zum Unrecht zum Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Gell? Deswegen sind wir da. Da schaut's her, das ist jetzt auch halb fertig, bin ich auch, beim Friseur war ich wegen euch. So, und jetzt gehe ich wieder. Jetzt, danke, dass ich da sein habe dürfen. Tut's gut entsorgen, gell? Alles, was krank macht. Ich habe ja, mir macht ja das, der ORF mittlerweile krank. Wenn ich da reinschaue, die Pressekonferenz, diese Corona-Berichterstattung, ich kriege den nicht aus dem Auge. Und oben haben die sich nur Pfeifen. Selbstverein schaut jetzt auf, geht spazieren, weil so kurz bucht. Das hilft. Ja, wir tun uns gegenseitig helfen, wir bleiben friedvoll, wir bleiben im Vertrauen, dass das alles gut sein wird. Wir tun viel tanzen und lachen und singen. Bleibt kreativ und positiv. Dankeschön von der Frau Hessler.